dich, du kleine Herde. Dieser erste Satz des Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder, manche meiner Mitbrüder meinen, das sei ein sehr treffender Satz, um jeden Gottesdienst zu eröffnen, weil es eine Situationsbeschreibung ist. Wir hätten das auch bei unserer Gebetsnacht von Freitag auf Samstag sagen können. Aber fassen wir dieses Wort Jesu und alles, was dann folgt, in rechter Weise, wenn wir das einfach nur auf uns hier beziehen, die wir vielleicht nicht hier an diesem Ort, aber doch sonst in der Breite immer weniger werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. In der Beobachtung, dass wir gerade in Deutschland Riesenstrukturen haben in der Kirche mit, ich hätte fast gesagt, ungezählten Angestellten. Inhalt tendiert gegen Null oder im Minusbereich irgendwo herum. Ein Riesenapparat, aber Ausstrahlung, innere Kraft, Mission. Und dann folgen schon konkrete Anweisungen heute im Evangelium. Vielleicht ist es wichtig, dass wir das allererste Wort, das wir nicht im Evangelium hörten, dass wir uns das auch ins Gedächtnis rufen. Denn unmittelbar diesem Evangelium voraus geht der Satz Jesu: Suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben. Vielleicht erschließt sich dieses Wort von der kleinen Herde und dann den sehr konkreten Vorstellungen, die Jesus hat, an unser Leben und wie wir, wenn wir uns denn nach ihm benennen, sein sollen. Vielleicht erschließt es sich dann besser. Such zuerst das Reich Gottes. Wenn wir diesen Satz wirklich ernst meinen, wenn wir ihn aufrichtig hören, fallen uns vielleicht zunächst tausend andere Sachen ein, um die wir uns zuerst kümmern müssen. Alles das, was halt so anliegt, wenn Sie an Ihre Agenda heute Nachmittag denken oder ab morgen früh wieder. Um dies und jenes muss ich mich kümmern und das muss noch geregelt werden und das ist liegen geblieben und da hat sich noch niemand, alles muss man selber machen. Sie kennen diese ganze Litanei. Es hat alles seine Berechtigung. Und dann kommt die Kirche noch und sagt, ja, jetzt musst du aber auch noch das tun. So denken wir. Und da liegt ein großer Denkfehler, liebe Schwestern und Brüder. Denn Christsein heißt nicht, auch noch zu allem anderen Kram noch etwas dazu tun müssen, sondern Christsein ist anders. Das heißt, wir sind anders. Oder wir könnten auch sagen, Christsein ist alles. Das ist das Entscheidende. Christsein ist alles. Und alles andere kommt danach. Wie kann das gehen? Suche zuerst das Reich Gottes, sagt Jesus. Wir planen und sorgen, wir kümmern uns um Anschaffungen. Der Urlaub liegt bei einigen schon zurück, andere planen ihn noch. Dies und jenes, wir sind in Krisen. All das will ja irgendwie bestanden und gemanagt werden. Aber was heißt dann ein Satz, suche zuerst das Reich Gottes? Was bedeutet, Christsein ist alles, hineinbuchstabiert in diese Wirklichkeit? Was heißt es, vom Evangelium durchdrungen zu sein? Vielleicht können wir uns die ein oder andere Frage vorlegen, was das heißen kann. Kann es heißen, den Mittelpunkt meiner Wahrnehmung von mir selber weg, dass sich alles um mich dreht, auf andere zu legen? Um genau in dieser Bewegung, seine Logik Jesu, mich selber zu finden. In der permanenten Drehung um mich selber verfehle ich mich komplett. Ich bin immer unzufrieden. Erst indem ich dieses Ich-Ghetto sprenge, es verlasse, einen Ausweg finde, in der Hinwendung zum anderen, erfahre ich überhaupt erst, wer ich selber bin. Kann es heißen, vom Evangelium durchdrungen zu sein, dass
statt sich um die nächste Anschaffung oder den Anbau oder das, was ich eigentlich unbedingt noch haben muss, und dann ist es vielleicht schon mal besser, mein Leben, das einfach mal zu streichen und etwas von dem, was ich habe, auch was mir wertvoll ist, es wegzugeben, es wegzuschenken? Haben Sie schon mal probiert? Sollten Sie vielleicht mal machen. Ist ein bisschen verrückt, ich weiß, auf welche Ideen ich heute Morgen komme, aber es tut mir leid, ich lese im Evangelium und wir hören es. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Das ist die Logik Jesu. Nicht hier noch mehr und dann sind wir glücklich, aber das ist dieses ersehnte Glück von dem, was wir, ach, wenn wir das noch haben, das Auto oder diesen, ach, ein bisschen muss man sich ja auch gönnen können, dann sind wir glücklich. Das ist ein Irrtum, liebe Schwestern und Brüder. Das ist nur ein Sprungbrett für das Nächste. Das ist ein Trampolineffekt. Dann wollen sie höher. Dann wollen sie mehr. Das ist die Logik unserer Wirtschaft. Das ist die Logik unserer Werbung. So funktioniert das. So zieht man uns das Geld aus der Tasche, das dann anderen fehlt. So geht es. Wir kennen das alle. Wir wissen das auch alle. Aber wir machen es vielleicht zu wenig. Unter dem Motto, vom Evangelium durchdrungen sein und Christsein ist alles. Kann es sein, noch ein Beispiel, statt sich entweder real oder zumindest gedanklich in immer neue Abenteuer zu stürzen, ach, das ist ja auch irgendwie ein tolles Gefühl, so nochmal selbst im vorgerückten Jahr, so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, hat doch was, sich auf die Beziehung, die wir haben, auf die Freundschaft, die Partnerschaft oder in der Ehe, in der ich lebe, die ich versprochen habe, sie zu leben, indem ich mein Gegenüber annehme? Mit allem, was dazugehört. Neu Ja dazu sagen? Christsein ist alles. Kann es sein, bis zu dem Schritt, statt mich permanent an einem bestimmten Leiden aufzureiben, wo mir alles entgegensteht, wo ich angefangen davon, dazu fehlt mir die Kraft, das kann ich nicht akzeptieren und das will ich nicht, indem ich es in Jesu Namen annehme? Auch um den Preis zu sagen, ich kann es nicht, aber gib mir die Kraft dazu, hilf mir, es anzunehmen und es zu tragen, so gut ich kann. Mit aller Unzulänglichkeit. Liebe Schwestern und Brüder, vom Evangelium durchdrungen sein, Christsein ist alles. Das bedeutet der Satz, suche zuerst das Reich Gottes. Und dann gilt auch der Satz Jesu, dass wir keine Furcht haben müssen, so wenig wir auch sind. Und so unbedeutend wir möglicherweise in unserer Gesellschaft noch werden, wir sind auf dem besten Weg dazu. Kein Grund zur Klage. Weil dieses Unbedeutende, was wir oft so gering achten, wenn einzelne Menschen in ihrem Lebensentwurf zu ihrem Leben in Gottes Namen Ja sagen, in der Beziehung, wie sie mit ihrem Geld umgehen, wie sie mit Krankheit und Leid und allen Zumutungen des Lebens umgehen, das hat eine missionarische Kraft. Das ist Geist Gottes, der in diesem Leben wirkt und andere ansteckt. Es sind nicht die Hochglanzprojekte, es sind auch nicht die toll inszenierten pastoralen Projekte mit irgendwas, egal wie die heißen. Es sind Menschen, die vom Evangelium angesteckt sind, die den Geist Gottes in sich tragen und davon sprühen, sodass der Funke überspringt. Und zugleich deckt dieses Verhalten auf, was Kirche ist. Nicht ein Apparat, wo man beim Amtsgericht seinen Austritt erklären kann, vollkommener Quatsch, sondern ein lebendiger Organismus, der lebt seit den Tagen Jesu und der wächst bis zum Tag seiner Wiederkunft, dem ich verbunden bin. Ich bin sein Glied durch die Taufe. Das kann kein Amt aufheben, auch wenn Sie nie im Leben Kirchensteuer bezahlt haben. Das kann niemand aufheben. Und wir stehen in Verbindung, die Lebenden und die Toten. Wir, die wir uns hier abrackern, hoffentlich ein bisschen, und die Heiligen. Macht euch Freunde da, wo kein Dieb die Schätze klauen kann und keine Motte sie zerfrisst, sagt Jesus. Das ist der Hinweis auf diesen lebendigen Organismus, auf einen Glauben, der wirklich lebendig ist. Vielleicht bewahren wir ein wenig diese Fragen in uns
Sie sollten sein wie ein Hefe. Anrühren und aufgehen lassen. Und wenn das ein bisschen rumort in uns, selbst wenn Sie heute Nachmittag, wenn Sie noch einmal, wenn Ihnen was einfällt oder nächste Woche, unterschiedlicher Meinung sein sollten über das, was Jesus im Evangelium sagt, das ist gut. Ein Zeichen dafür, dass Geist Gottes begonnen hat, in Ihnen zu wirken.